doch schon. Das kannst du doch gar nicht einschätzen, Schatz. Oh. Komm, bitte jetzt lass. Ich sag dir, wenn ich den Kerl in die Finger kriege. Mama, Markus hat mich nicht geschockt. Ich bin einfach umgefallen. Natürlich, einfach umgefallen. Komm, schnell. Langsam. Tief atmen. Ich bin Elias Bär, Assistenzarzt. Ich bring's jetzt rein. Wie, gibt es hier keinen richtigen Arzt? Ich bin ein richtiger Arzt. Sie müssen das Auto wegfahren. Das ist eine Notaufnahme. Ich fahre hier nirgendwo hin, solange meine Tochter nicht in professionellen Händen ist. Rufen Sie eine Hebamme. Was machen Sie jetzt? Wir helfen Ihrer Tochter, das Kind zur Welt zu bringen. Wie heißen Sie denn? Leonie. Leonie, okay, ganz ruhig, wir schaffen das zusammen. Dr. Arendt. Endlich, Sie sind der richtige Arzt, ja? Ja, Dr. Arendt, hallo. Haben Sie den Mutterpass dabei? Ich hab den im Auto. Es kommt. Wollen Sie mein Enkelkind hier zur Welt bekommen? Von wollen kann keine Rede sein, aber wie Sie sehen, Ihr Enkelkind hat's eilig. Und jetzt holen Sie bitte den Mutterpass und warten Sie draußen, ja? Und fahren Sie das Auto weg. Ja, Leonie, ich komm gleich, ja? Ich sehe mal nach dem Kind. Beckenboden, es kommt gleich. Sehr gut. Es geht nochmal los. Ich hab den Kopf. Sehr gut. Ich hab ihn. Es ist ein Junge. Sehr gut. Die Hebamme kommt gleich. Geht's ihm gut? Er ist so winzig. Keine Sorge, sie wachsen schneller, als ihr lieb ist. So, ich hab dich. Die Nase ist so klein. Dr. Bär. So, natürlich, Trigger. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen, Dr. Arendt. Guten Morgen, Frau Berger. Ich habe gehört, Sie haben schon eine Geburt hinter sich. Ja, das ist richtig. Eine ganz besondere, Herr Bär, war die Hebamme. Morgen. Morgen. Sieben Monate später? Ich weiß nicht. Erik ist heute bei Dr. Moreau wegen seiner Hand. Er muss nochmal operiert werden. Was wird eigentlich aus uns? Versteh mich nicht falsch. Ich war schon mal der andere Mann, das will ich nicht. Sollen wir heute Abend mal reden? Um 9 bei mir? Ich koche uns was. Gut, dann weitermachen, Frau Berger. Dr. Moreau meint, dass meine Hand nicht richtig verheilt ist. Hypertrophe, Narbenbildung oder so. Verwachsungen sind nach einer Beugs-OP nichts Ungewöhnliches. Das muss nichts Schlimmes heißen. Ich glaube, er versteht nicht, was das für mich bedeutet. Doch, wir verstehen dich. Ich dachte, ich kann in 8 Wochen wieder trainieren. Und jetzt weiß ich plötzlich nicht, ob ich überhaupt wieder spielen kann. Lass doch erstmal das MRT-Ergebnis abwarten. Ja, hat recht. Mach dir nicht so viele Gedanken. Ich werde gleich unsere Chefärztin informieren, die soll sich das mal anschauen. Ich will keine Sonderbehandlung. Kriegst du aber. Meinen zukünftigen Schwiegersohn operieren nur die besten Ärzte. Wir sehen uns später. Okay. Hey, bist du auch schon wieder los? Ich muss arbeiten. Wir haben sie die ganze Woche nicht gesehen. Wie wär's mit heute Abend? Lass uns später reden, ja? Ich muss jetzt wirklich los. Aber ich bin sofort bei dir, sobald die Untersuchungsergebnisse da sind. Kann es sein, dass du mir aus dem Weg gehst? Ganz sicher nicht. Frau Richter, wie geht's Ihnen? Es geht dir gar nicht gut, das sehen Sie doch. Bisschen platt. 160 zu 100, zu hoch. Hatten Sie schon während der Schwangerschaft Probleme mit dem Blutdruck?
Also mein Gynäkologe meinte, das sei nichts Ungewöhnliches. Gut. Die Werte sind schon extrem hoch. Ihr Blutdruck sollte sich in den nächsten Tagen stabilisieren, aber wir müssen das im Auge behalten. Ich bin ja auch einfach ein paar Mal umgefallen. Umgefallen, Leonie? Das glaubt dir doch kein Mensch. Würden Sie bitte kurz draußen warten? Ich würde Ihre Tochter gerne allein untersuchen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich denke schon. Gut, wenn es sein muss. Ich bin vor der Tür, wenn du mich brauchst, ja? Was meinen Sie mit umgefallen? Naja, umgefallen halt. Also erst war mir schwindelig und dann wurde es schwarz vor Augen. Ist Ihnen das schon öfter passiert? Wie gesagt, ein paar Mal. Ist das schlimm wegen Emil? Machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihrem Kleinen. Aber was Ihren Blutdruck und die Ohnmacht betrifft, würde ich Sie gerne noch mal ausführlicher untersuchen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Soll man dem Vater des Kindes Bescheid geben? Besser nicht. Meine Mutter. Schon gut, das müssen wir nicht jetzt klären. Na, Albeck, Langeweile? Ich hätte Zeit, Ihnen zu assistieren. Oh, das ist schlecht. Wieso? Wenn Assistenzärzte Zeit haben, läuft irgendwas falsch. Also ich meinte, dass ich für eine Assistenz alles andere verschieben würde. Ah, verschonen Sie mich damit. 3, 2, 1 und bitte. Narbenbildung im Bereich des Sehnenendes und des Musculus palmaris longus. Fraglich, ob die Fibrosierung gut zu entfernen ist. Um das herauszufinden, müssen wir ihn aufschneiden. Möglichst bald. Ich habe während des Studiums ein Referat über die Kessler-Nahttechnik geschrieben, bin also perfekt vorbereitet. Ich hätte eine Extraschicht Arztbriefe im Angebot. Ich würde die Sehne mit einer epitendialen Zirkulärnaht befestigen, um eine Nekrose durch gekreuzte oder quadratische Stichführung zu vermeiden. Interessanter Ansatz. Trotzdem konservative Methode. Wir entscheiden spontan. Falls Sie mit den Verwachsungen keine Überraschung erleben. Heißt das, ich bin dabei? Bevor Sie noch auf die Knie fallen? Ja. Was ist der Papa? Nein, Markus, komm nicht. Du weißt, Mama würde ausflippen. Bitte. Ich dich auch. Na gut. Dann bis gleich. Aber du musst dich an Mama vorbeischleichen, okay? Ist das die Patientin, die Herr Bär heute Morgen in der Notaufnahme entbunden hat? Ja, 16 Jahre alt. Sie ist eben kollabiert. Zum Glück nur eine Platzwunde. Trotzdem machen wir sicherheitshalber ein Schädel-CT. Was sagen die Blutwerte? Die Elektrolyte sind stark erhöht. Wir geben Ihnen eine Infusion und überprüfen die Werte nachher nochmal. Das Kardiogramm ist fertig. Leichte Herzrhythmusstörung. Was meinen Sie, Herr Bär? Frühe Schwangerschaft, Probleme mit der dominanten Mutter. Ich nehme an, auch die psychische Belastung spielt hier eine Rolle. Glaube ich nicht bei so einer starken Reaktion. Entschuldigung, bin gar nicht da. Nein, nein, Sie haben recht. Bei dem Mädchen stimmt was nicht. Weiter so, Herr Bär. Du bist verliebt. Das Gehirn eines Embryos entwickelt sich erst in der 22. Woche. Das Herz schlägt schon ab der 4. Es braucht keinen Verstand. Schlägt einfach. Nur entsteht Liebe im Gehirn.
Widersprich mir nicht. Ich bin hier der Herzspezialist. Die Wahrheit ist, wer bin ich, dir Ratschläge zu geben? Ich kann nur sagen, es ist sehr einsam, jeden Abend allein auf dem Sofa zu sitzen. Zu viel Verstand, zu wenig Herz. Mach das besser als ich. Halt das Glück fest, wenn es vor dir steht. Der andere Mann. Ich dachte, das ist nichts Ernstes. Also heißt es, bye bye, Erik. Nein, so einfach ist das nicht. Ich kenne Erik, seit ich 6 Jahre alt bin. Wir sind irgendwie unzertrennlich. Die Erfahrung fehlt mir komplett. Und Mr. Unbekannt, was sagt der dazu? Er will eine Beziehung. Er will ganz oder gar nicht. Okay. Und du? Naja, also wenn ich mit ihm zusammen bin, dann will ich das natürlich auch. Dann ist alles ganz klar. Aber sobald ich Erik sehe... Oh Mann, ich weiß, es gibt schlimmere Probleme, als sich zwischen 2 Männern entscheiden zu müssen, aber ich habe das Gefühl, ich verliere einfach komplett den Überblick. Das wiederum kenne ich sehr gut. Haken. Dann wollen wir doch mal sehen, was in der Wundertüte so drin ist. Eine Aussackung der Arteria radialis. Ja, yep. Leider doch eine Gefäßbeteiligung. Wir präparieren sie gemeinsam frei, bereiten sie ein Patch vor. Blutdruck stabil bei 129:74, Frequenz 86. Abeck, legen Sie die Sehnenenden frei. Schere. Ich höre wohl nicht richtig. Wir sind hier nicht im Bastelkurs der Vorschulwichtel. Skalpell? Braver Junge. Skalpell. Soll ich Ihnen vorher noch den Nacken massieren? Wo warten Sie? Abeck, Sie haben die Sehenscheide erwischt. Ich muss das wieder flicken. Beten Sie, dass ich das wieder hinkriege. Was ist? Warten Sie auf den Bus? Haben Sie es hingekriegt? Dr. Moreau hat die Sehne transplantiert. Ich konnte Ihren Schnitzer wieder ausbügeln. Das Ganze wieder ordentlich verheilt, bleibt abzuwarten. Es tut mir leid. Die Worte, die jeder Patient von seinem Arzt hören will. Machen Sie Ihren Job richtig. Dann brauchen Sie sich hinterher nicht zu entschuldigen. Ja. Musst du immer so nachtreten? Manch einer muss regelmäßig geerdet werden. Wenn einer das wegsteckt, dann der Albeck. Passiert? Erik, Thalbach die Sehenscheide zersäbelt, das ist passiert. Nicht wirklich. Doch. Und Dr. Moreau? Gerettet, was zu retten war. Aber ist es denn wirklich so schlimm? Bärchen, der Typ ist Handballer. Ich habe wahrscheinlich seine Karriere auf dem Gewissen. Komm, das ist noch nicht gesagt. Der Idiot hat mich auch noch um die OP gerissen. Als ich Lukas Arterie durchgeschnitten habe, hast du selber gesagt, sowas gehört zum Beruf. Niemand ist perfekt. Aber darum geht's jetzt nicht. Sondern? Ich wollte die OP unbedingt. Wir haben mich überschätzt. Wegen meinem Ego.
einpacken. Hey, das wird schon. Jetzt mach dir nicht so einen Kopf. Ich kann Leonie im Moment unmöglich alleine lassen. Sie braucht mich jetzt. Na, das kannst du nicht verstehen. Du hast ja keine Kinder. Nein, es wird dahingehend nichts unternommen, solange ich nicht wieder da bin. Durch Muschluss mache ich mir bis später nochmal. Na, Sie haben ja Nerven, hier aufzukreuzen. Ich will nur zu Leonie und zu meinem Kind. Sie gehen da nicht hinein, Herr Böhm. Lassen Sie uns doch einfach bitte in Ruhe, Frau Richter, ja? Sie haben keine Ahnung, warum ich das mache. Nein, nicht? Und es interessiert mich auch nicht. Ich sage es Ihnen trotzdem. Leonies Vater hat alles falsch gemacht, was ein Mann falsch machen kann. Alles. Ich war allein und ohne ein Pfennig Geld, als Leonie geboren worden ist. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr dasselbe widerfährt. Sie sind nicht gut für meine Tochter. Sie haben nichts als Ärger am Hals. Was ist das? Ich weiß, dass Sie im Gefängnis waren. Ich war im Arrest. Und das ist auch schon ziemlich lange her, Frau Richter. Das ist mir völlig egal. Solange Leonie noch minderjährig ist und ich erziehungsberechtigt bin, werde ich nicht zulassen, dass Sie beide sich sehen. Haben Sie mich verstanden? Die Sehenscheide ist bei dem Eingriff verletzt worden. Eine unvorhergesehene Komplikation. Was heißt es jetzt genau? Wir hoffen, dass die Sehne trotz des Zwischenfalls gut verheilt. Versprechen kann ich nichts. Wie bitte? Aber meine Hand wird doch wieder, oder? Momentan können wir offenbar nichts anderes tun als abwarten. Aber das wird wieder, Erik. Bestimmt. Falls Sie noch Fragen haben, Dr. Albeck beantwortet sie Ihnen sicher gern. Ja, wenn ich noch irgendwas für Sie tun kann. Na, lieber nicht. Komm, Erik, lass gut sein. Mann, Julia, es geht hier um meine Karriere. Ich verstehe ja, dass du sauer bist, aber solche Dinge passieren. Was für ein Albtraum. Also, es ist noch nicht alles verloren. Dr. Moreau ist ein Top-Chirurg. Ja, das merke ich. Lassen Sie uns bitte alleine. Ja, natürlich. Dr. Arendt. Ja? Sie haben es ja sicher schon gehört. Was denn? Mir ist in Erik Thalbachs OP ein Fehler unterlaufen. Schwerwiegend? Dr. Moreau konnte es ausbügeln, aber ob alles einwandfrei verheilt. Das werden wir früh genug herausfinden. Bis dahin können Sie nichts machen. Kopf hoch, weiter geht's, okay? Sonst noch was? Er hat niemandem gesagt, dass ich den Fehler begangen habe. Natürlich nicht. Ich sollte für die Sache gerade stehen und dem Patienten sagen, dass nicht Dr. Moreau für die Komplikation verantwortlich ist. Aber das ist er. Dr. Moreau ist der behandelnde Oberarzt. Egal, wer Fehler macht, er ist dafür verantwortlich. Fragen Sie mal Dr. Scherbers, für wie viele unserer Fehler Dr. Losen damals gerade gestanden hat. Sie müssen sich jetzt sein Vertrauen zurückerkämpfen. Das ist Ihre Baustelle. Die Patienten geht es im Übrigen überhaupt nichts an. Machen Sie Schluss für heute. Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Das glaube ich nicht. Aber danke, Dr. Arendt. Können wir reden? Gesagt? Heute ist so schlecht. Ist für mich auch nicht einfach. Ich weiß. Ich will dich. Ich glaube an uns. Aber wenn du dich für Erik entscheidest, dann akzeptiere ich das. Ich sag's ihm. Gut. Heute Abend steht. Die neuen Blutwerte von Leonie Richter? Die Elektrolyte sind schon wieder verschoben, trotz Infusion. Ich habe ihr die vorgeschriebene Menge Kalium gegeben. Wir geben ihr noch eine Dosis. Dann sehen wir, ob sich die Werte über Nacht verbessern. Außerdem machen wir in 24 Stunden EKG. Bereiten Sie alles vor? Geht klar. Sie waren übrigens großartig bei der Geburt heute Morgen. Danke. Der Kleine hat sie offensichtlich ziemlich schnell um den Finger gewickelt. Naja, was soll ich sagen?
Vielleicht ein Zeichen, dass Sie ein guter Vater wären? Ja. Naja, ich suche halt immer noch. Emils Zimmer ist fertig geworden. Und mit der Nanny habe ich auch schon gesprochen. Ich habe Markus angerufen. Ja, keine Angst. Er ist eh nicht gekommen. Leonie, wir hatten doch schon mal alles im Griff. Du hast dich getrennt. Und wir haben ausgemacht, dass wir den kleinen Emil gemeinsam großziehen. Mama, ich hab's doch versucht. Aber ich liebe Markus einfach. Er wollte Emil unbedingt sehen. Emil, du und ich. Wir schaffen das auch ohne Mann. Hm? Du warst immer einsam. Mama, ich hab dich nachts weinen hören. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich habe die Firma, dich und jetzt noch den kleinen Emil. Versuchen Sie mal zu strecken. Okay, gut. Also, sieht es gut aus? Morgen früh sehen wir weiter. Ich schicke ihn gleich an der Krankenschwester vorbei. Die macht den Verband neu. Schönen Abend noch. Danke. Hab ich doch gesagt. Alles wird gut. Komm mal ein bisschen näher. Also, der ist noch frei. Was ist los? Nichts. War einfach ein bisschen viel heute. Willst du nach Hause? Ich bleib heute Nacht bei dir. Ich auch.
Meine Mutter will mir verbieten, euch zu sehen. Was? Sie hat eine einstweilige Verfügung erwirkt. Was soll das? Willst du mir alles kaputt machen? Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Mama, ich liebe Markus. Ach, du weißt doch mit 16 noch gar nicht, was Liebe ist. Ja, du vielleicht auch nicht. Doch, weil ich dich liebe, Leonie. Aber du tust alles, um mich zu verletzen. Ich sag dir eins, wenn ich hier rauskomme, ja, dann zieh ich mit Emil zu Markus in sein Drecksloch und dann siehst du uns nie wieder. Das werde ich nicht zulassen. Was willst du dagegen tun? Ich werde für Emil die Vormundschaft beantragen. Du willst mir mein Kind wegnehmen? Danke, geht schon. Emil! Wie vermutet, die Elektrolyte haben sich trotz der Infusion wieder verschoben. Wir können sicher sein, dass die Beschwerden der Patientin nicht schwangerschaftsbedingt sind. Richtig, in diesem Fall hätten sich die Werte normalisiert. Sie hatte gestern Nacht eine leichte Arrhythmie. Der niedrige Kaliumwert ist wirklich auffällig. Auch Natrium ist nicht im Normbereich. Anhaltende Hypertonie in Verbindung mit Natrium- und Kaliumverschiebung. Du glaubst, Leonie Richter hat ein Kon-Syndrom. Ich habe heute Morgen sicherheitshalber die Hormone noch mal mitmachen lassen. Hm. Aldosteronwert ist erhöht. Ja, sie hat daneben ihren Adenom. Ah ja. Oh, hallo. Wo ist Ihre Tochter? Keine Ahnung, ich war mit dem Kleinen ein bisschen draußen spazieren. Rufen Sie sie bitte sofort auf dem Handy an. Es geht nicht. Ich habe ihr Handy. Sie haben ihr das Handy weggenommen. Oh. Bestimmt kommt Leonie gleich wieder. Wahrscheinlich ist sie bloß abgehauen, um mir eine Lektion zu erteilen. Das hat sie schon öfter gemacht. Verstehen Sie denn gar nichts? Ihre Tochter ist in Gefahr. Was redet die Assistentin da? Wir vermuten, Ihre Tochter hat einen gutartigen Tumor in der Nebenniere. Dieser produziert verstärkt das Hormon Aldosteron, was zu Elektrolytschwankungen führt. Deshalb die Kreislaufzusammenbrüche. Ja, was bedeutet das? Der Kaliummangel führt im schlimmsten Fall zum Herzstillstand. Suchen Sie den oberen Teil des Gebäudes, habe ich den unteren. Alles klar. Mama Markus, sie hat mir Emil weggenommen. Leonie, was redest du denn da? Nein, sie hat gesagt, dass sie es tun wird. Ich bleib ganz ruhig. Bleib einfach, wo du bist. Ja, ich hol dich ab und dann bring ich dich ins Krankenhaus, okay? Ich bleib nicht hier. Ich hol Emil zurück. Leonie? Danke fürs Handy. Leonie! Ich wollte nur kurz sehen, wie es dir geht. Mir geht's gut. Alles okay? Ja,
Naja, also, eine Patientin ist weggelaufen. Oh. Sie ist daneben gefahren, das nur, weil sie sich dafür entschieden hat, was ihr wichtig ist. Ich muss dir was sagen, Erik. Guten Morgen. Ich störe ja nur ungern Ihr romantisches Frühstück, aber ich möchte Herrn Thalbachs Hand untersuchen, ja? Außerdem legt sich der Zugang in der 7 nicht von selbst. Ich bin schon weg. Hm, ja. Bis später. Dann zeigen Sie mal her. Albeck, wie wollen Sie von da hinten protokollieren? Per Fernglas? Jetzt mal die Finger beugen. Ich hab beugen gesagt. Mehr geht nicht. Verdammt. Das war gestern schon besser. Was ist da bloß los? Gut, Sie sagen mir dann sofort Bescheid. Kollege Arendt, ich habe gehört, dass Ihnen neuerdings die Frauen davonlaufen. Ich hoffe, Ihre anderen Patienten sind noch da. Unsere Gesprächspartner suchen kaum sich einen Hund. Dr. Moreau? Ja? Ich werde die Verantwortung für meinen Fehler übernehmen. Sie wollen kündigen? Ich habe gestern Nacht lange überlegt und es ist die beste Lösung. Ah, ich nehme an, Sie wollen Ihre Assistenz in der Klinik Ihres Vaters weiterführen. Das könnte Ihnen so passen. In einer vergeigten OP alles hinzuschmeißen, kommt nicht in die Tüte. Sie biegen Ihren Fehler wieder gerade und Sie assistieren bei dem nächsten Eingriff. Danach können Sie sich meinetwegen vom Acker machen. Station C und D ist sie nicht. Hier unten ist sie auch nicht. Okay, wir treffen uns am Stationscounter. Und? Irgendwas? Nichts Neues. Die Polizei ist informiert. Vielleicht weiß der Kindsvater mehr. Können Sie ihn anrufen? Ja, klar. Hallo? Hallo, Alexandra Richter hier. Wo ist Leonie? Leonie sucht nach Ihnen. Sie glaubt, Sie haben Emil entführt. Ich hab doch nicht das Kind entführt. Was für ein Quatsch. Ich gehe Leonie suchen. Wo wohnen Sie? Am Kirchanger 3. Arendt hier, RTW zum Kirchanger 3. Leonie Richter, 16 Jahre, Verdacht auf Herz-Kreislauf-Zusammenbruch. Ich hoffe, wir finden Ihre Tochter rechtzeitig. Das hoffe ich auch. Mir geht's gut, okay? Er ist in der Klinik. Der Wagen soll in 5 Minuten bei Ihnen sein. Danke. Ich habe gehört, das Mädchen wurde gefunden. Ja, in 15 Minuten haben wir sie hier. Machen wir ein CT und dann sehen wir, ob mein Verdacht stimmt. Falls wir operieren, zähle ich auf dich. Herr Dr. Arendt, darf ich kurz stören? Informiere mich, sobald die Patientin reinkommt.
Erik wird nochmal operiert. Ja. Ich wollte es ihm wirklich sagen. Du, ich krieg gleich einen Notfall rein, dein Freund wird operiert. Sollen wir später nochmal reden? Mama, lass. Danke, dass ich sie gefunden habe. Ist nicht mein Verdienst. Ich weiß. Wir müssen sie jetzt für die OP vorbereiten. Was? Leonie? Leonie, ich hab dich lieb! Vielen Dank, Herr Böhm. Gute Nachrichten für Sie, Herr Thalbach. Muss ja auch mal sein, hä? Wir konnten die Sehne erneut befestigen. Die Kesslernaht sollte verhindern, dass Gewebe abstirbt und eine erneute Rupturgefahr ist damit auch geringer. Ich denke, Sie können wie geplant mit der Physiotherapie beginnen. Ich freue mich mal lieber nicht zu früh. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, Albeck. Was war das denn? Kennst ihn doch. Was ist jetzt? Hey, was ist jetzt? Wie war's das jetzt? Kann ich mal wieder Hoffnung machen? Ich meine, ich muss meine Genesung wohl etwas ruhiger angehen. Und wenn es mit dem Handballspielen nichts mehr wird, dann werde ich einfach Hausmann und pass auf unsere Kinder auf. Du wolltest mir noch was sagen? Nicht so wichtig. Du hattest also recht, Niklas. Ein Nebennierenadenom. Eines, das direkt hinter der Leber liegt. Wir müssen den rechten Leberlappen freipräparieren, um an den Tumor zu kommen. Können wir das wirklich noch minimalinvasiv machen? Bei einer offenen OP ist mir das Traumarisiko zu hoch. Dann mal los. Ich werde keine einstweilige Verfügung beantragen. Wieso waren Sie eigentlich in Jugendhaft? Wissen Sie, ich möchte nur meine Tochter besser verstehen, was Sie an Ihnen finden. Die falschen Freunde mit 16. Zu denen habe ich keinen Kontakt mehr, falls Sie das wissen wollten. Und was machen Sie sonst so? Außer Wände ansprühen? Studieren? Ja, Kunst. Ich studiere Kunst. Ja, aber ist ja toll. Nein, ich meine das ernst. Schön. Okay. Blutdruck stabil? Erreichst du die Nebenniere? Schwierig. Ich komme da so nicht ran. Sollen wir auf offen umschwenken? Nein, wir kippen den Tisch weiter und lagern sie schräg. Entschuldigen Sie, die Operation meiner Freundin, Leonie Richter. Wissen Sie vielleicht irgendwas darüber? Tut mir leid, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Aber Sie kriegen Bescheid, wenn es soweit ist. Entschuldigen Sie, können Sie vielleicht einfach mal nachfragen, wie lange das noch dauert? Bitte. Gut, ich werde sehen, was ich für Sie tun kann, ja? Danke. Das sieht gut aus. Da ist er. Ich bin dran. Ich entnehme jetzt den Tumor.
Respekt, Niklas. Wenn dir was passiert, ich. Leonie ist stark. Sie packt das. Ich habe sie falsch eingeschätzt. Komm vor. Sollte es aber nicht. Es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtigt habe. Haben Sie was herausfinden können? Die OP-Technik musste aufgrund der atypischen Lage des Tumors angepasst werden, daher die Verzögerung. Ja, und jetzt? Dr. Arendt konnte den Tumor erfolgreich entfernen. Er wird Ihnen später alles weitere erklären. Oh. Danke. Bea, Sie gehen jetzt in die Kinderecke im Wartezimmer und setzen sich aufs Schaukelpferd. Papa holt Sie gleich ab. Sie haben was verloren. Ich will sowas nie wieder sehen. Wegen eines Fehlers wollen Sie davonlaufen? Es war nicht irgendein Fehler. Ich habe einen Patienten gefährdet. Selbstüberschätzung gehört dazu, genauso wie Demut. Sie haben beides. Aus Ihnen könnte ein passabler Arzt werden, wenn Sie nicht den Schwanz einziehen und in Papis Privatklinik laufen, wenn es mal unbequem wird. Hatte ich nie vor. Jetzt gucken Sie nicht wie ein Eichhörnchen, wenn es blitzt. Und gehen Sie nach Hause. Ich sehe Sie morgen, eine Stunde früher. Sie haben eine Menge Arztbriefe zu schreiben. Also das heißt, ich werde wieder ganz gesund? Ihr Körper produziert nicht mehr zu viel Aldosteron. Und Ihr Herz arbeitet wieder normal, das heißt, Sie werden sich schnell wieder erholen. Dann wird alles wieder gut. Mama, es war nie gut. Wenn Sie noch irgendetwas brauchen, wenden Sie sich an Dr. Bär. Ansonsten alles Gute. Sie haben eine aufregende Zeit vor sich. Vielen Dank nochmal, dass Sie sich um Leonie gekümmert haben. Und ihr meinen kleinen Sohn zur Welt gebracht haben. Sicher doch. Aber Sie übernehmen. Ich denke, von meiner Seite ist eine Entschuldigung fällig. Ich glaube, damit ist es nicht getan. Ich weiß, Leonie, was ich gemacht habe, ist schrecklich. Aber um dich großzuziehen und die Firma zu stimmen, das hat mich oft an meine Grenzen gebracht. Und wieso hast du nie was gesagt? Ja, wahrscheinlich, weil ich Angst hatte, nicht mehr auf die Beine zu kommen, wenn ich Schwäche zeige. Du hast mich doch gebraucht. Mama, ich wäre doch auch gern für dich da gewesen. Ja, aber ich wollte, dass du dich um nichts kümmern musst. Und dass du so wahnsinnig früh schwanger geworden bist. Weißt du, ich wollte doch, dass du deine Jugend unbeschwert genießen kannst, dass du glücklich bist. Markus macht mich glücklich. Ja, das habe ich jetzt auch begriffen. Willst du mal? Hallo. Hallo. Ich werde versuchen, mich zu ändern. Auch für Emil. Ich nehme an, du wirst ausziehen. Ja. Ich hätte vielleicht schon eine Idee für eine Wohnung. Komm, Mama, bitte. Ich verstehe, du wirst alleine suchen. Nein. Wir wollen suchen. Markus und ich. Und Emil.
Hast du es ihm gesagt? Jetzt ist alles so kompliziert. Ich hätte es Erik einfach von Anfang an sagen sollen. Hättest du nicht. Du gehörst zu Erik. Wieso sagst du das? Julia, du bist mir wirklich sehr wichtig, aber... ich hab das alles schon mal durch. Du willst dich nicht trennen und so funktioniert das nicht. Funktioniert für mich nicht.